Hey Leute, Buddy, und willkommen zur weiteren Folge von Bloons Tower Defense 6. Bevor wir zum eigentlichen Video kommen, wir warten ja alle auf Bloons Tower Defense Battle 2. Da wurde gestern ein Teaser rausgehauen. Also es scheint wohl irgendwas im Gange zu sein. Muss aber auch, weil es wurde ja gesagt, kommt dieses Jahr raus. Irgendwann in den nächsten Wochen, Monaten kommt ein neues Bloons-Spiel raus. Es soll uns heute aber nicht stören, denn heute machen wir was, was wir so ein bisschen Zusammenarbeit machen. Denn ich hatte euch beim letzten Mal ja gefragt, was eure Lieblingsaffen sind vom Optischen her. Bei welchen Affen sagt ihr, ey, das Design ist cool, das Design gefällt mir. Und ich werde anhand der Top 5 Kommentare 5 Affen auswählen. Und das sind nur die Affen, die ich heute im Video benutzen darf gegen den Boss. Erzmagier, check. Waldgeist wird auch geschrieben. Kann ich zustimmen, check. Erzmagier, schon einfach ein alter Mann mit einem Bart, ne? Ich finde, der Ninja mit der oberen Skillung sieht krass. Krass, die drei beliebtesten Vorschläge bis jetzt alles Zaubereraffen. Eisaffe mit der Mitte, absolute Null. Ja, hat schon was. Okay, nehmen wir den noch dazu. Und Boomerang-Affe auf 005. Finde ich gar nicht so krass, ehrlich gesagt. Ich finde, das ist nicht mal der krasseste Boomerang-Affe. Ich finde Boomerang-Affe oben viel krasser, optisch. Und das Held suche ich mal selber den Stylischen aus. Aber fairerweise, ich werde das ein bisschen manipulieren. Weil wir brauchen Etienne, deswegen sage ich einfach, ey, das Alien sieht am hübschesten aus. Wenn in Wahrheit wahrscheinlich Sauda als Wikingerin am coolsten aussieht. Aber wir brauchen noch eine Möglichkeit, dass die Affen Tarnbindungs angreifen können. Ich könnte das natürlich auch im Schimpansenmodus machen, aber im Schimpansenmodus hat man nicht genug Geld und da könnte ich nicht alle Affen beschwören. Mein Ziel ist ja schon, alle 5 Affen einmal zu beschwören. Was machen wir gegen die Wellen? Also was wir gegen Lunarius machen, ist im Grunde egal. Aber wie kriegen wir die Wellen gestoppt? Ich könnte 2 Ninjas mit Blunitsu raushauen. Wir haben Möglichkeiten. Erzmagier wäre wahrscheinlich auch nicht stark genug, den haue ich trotzdem gleich raus. Wir brauchen aber erstmal ein bisschen Kohle. Und ja, ich bin sehr gespannt. Das kann ich nicht oft genug sagen. Ich bin sehr gespannt auf Bloons Tower Defense Battle 2. Bloons Tower Defense Battle 1 war nicht mein Lieblingsspiel. Fand ich sogar, ehrlich gesagt, ziemlich langweilig teilweise. Aber es hatte Potenzial. Und ich bin gespannt, ob Bloons Tower Defense Battle 2 das Potenzial jetzt ausschöpfen kann. Weil es wurde ja viel gelernt, seitdem das Spiel rausgekommen ist. Die Entwickler sind besser geworden. Bloons Tower Defense 6 ist ja auch viel besser als der 5. Teil. Ist ja so. Und deswegen, ich bin da extrem gespannt drauf. Ich hoffe, es wird cool. Wir wissen ja schon so ein bisschen, wie es spielerisch da aussehen wird. Abwarten. Aber gut, falls ihr übrigens neu seid, könnt ihr euch auch mal sehr gerne ein Abo lassen. Ihr könnt natürlich auch sehr gerne mal meinen Zweikanal auschecken. Da lade ich Reaktionen hoch. Da habe ich heute zum Beispiel, vorgestern zum Beispiel ein Video hochgeladen, wo Holster-Szene ein bisschen in die Mangel genommen wurde und ein bisschen kritisiert wurde. Da ging es auch teilweise um mich. Ich war ja mal Teil der Brawlster-Szene. Das könnt ihr euch ja mal angucken, wenn ihr wollt. Ja, Brawlsters kam heute übrigens auch ein Video. Ich denke, ich mache dazu jetzt wieder ein bisschen mehr Content, weil es gibt wieder ein bisschen mehr Motivation, das Spiel zu spielen. Es gibt wieder ein paar mehr Dinge und ich kann mir schon vorstellen, dass das Spiel wieder ein bisschen lebendiger wird für mich. Aber gut, so viel zu anderen Spielen. Wir gehen Hardcore-Geld. Es geht ja nicht anders, weil wir haben im Grunde keine Einheit, die stark genug ist, um Runde 120 wirklich zu zerstören, zu overpowern. Die sehen zwar hübsch aus, unsere Einheiten, die wir gleich raushauen, aber das sind dann doch nicht die absoluten Könige. Ja, es tut mir leid mit Etienne. Natürlich, hübschester Held ist wahrscheinlich, wie gesagt, Sauda als Wikingerin. Oder halt Adora, wenn sie sich halt auf Level 20 nochmal verwandelt irgendwie. Aber ja, ich kann es schon nachvollziehen. Wer bei mir auch noch weit oben gewesen wäre, wäre tatsächlich, ohne Witz, der MAD. Ich weiß immer nicht, ob hübsch da die richtige Antwort ist. Aber ich finde, der sieht krass aus. Ihr seid jetzt übrigens auch wieder gefragt. Denn das nächste Video ist ja logisch. Wir haben jetzt die 5 schönsten Affen, die wir platzieren werden. Im nächsten Video machen wir die 5 hässlichsten Affen. Was sind 5 Skillungen von Affen, wo ihr sagt, bah, Schmutz. Du bist ganz cool, Affe, aber Schmutz. Da gibt es für mich auch ein paar Kandidaten. Für Bombenblitz finde ich wahnsinnig langweilig. Wäre für mich ein Kandidat. Ich will jetzt aber auch nicht spoilern und zu sehr das manipulieren, indem ich jetzt sage, wenn ich gut und schlecht finde. Schreibt einfach mal einen Affen in die Kommentare, den ihr optisch hässlich findet. Und ihr sagt, Schmutz. Und ich habe immer noch keine Ahnung, wie wir nicht Game Over gehen sollen in Runde 40 zum Beispiel. Wahrscheinlich muss ich echt die Plantagen verkaufen. Das wäre wahrscheinlich angebracht. Ich weiß gar nicht, wie viele Plantagen ich jetzt raushauen kann. Normal hätte ich jetzt gesagt, so 4 sind okay. Ich weiß aber nicht, ob das dann noch reicht, dass wir dann... Oh, wir werden gerade überrannt. Upsi. Bisschen unpraktisch. Ich habe gestern auf meinen Zweikanal auf ein Video reagiert. Und da sind jetzt die Kommentare deaktiviert, weil da Kinder drin vorkommen. Habe ich nicht bedacht. Finde ich gut von YouTube, dass das so ist. Aber habe ich nicht bedacht. Na komm, wir hauen mal den Magier raus. Für mich ist hier, der wird hier eine gute Reichweite kriegen. Wobei, ist das nicht dumm, den so zu machen? Wir machen in Mitte Feuerball.
Gut. Da kommt ein bisschen was durch. Das wird wehtun. Aber wir können ja Marktplätze raus und die Leben generieren, das passt. Okay, wir müssen die nach oben skillen. Logisch, Eisaffe hilft mir auch nicht weiter. Im Late Game ist es nicht verkehrt wahrscheinlich, aber jetzt gerade hilft er mir nicht weiter. Boomerang-Affe ist unterschätzt. Könnte helfen mit Moabdruck tatsächlich. Das wäre in Ordnung. Gut, dann skillen wir aber mal hier weiter. So, dass der ein bisschen stärker ist. Oder ich spare. Ich kann nicht sparen. Das ist kompliziert. Runde 40 wird uns echt ein Problem stellen. So, wir sind Runde 38. Wir haben gleich Arkannägel. Ein Alchemist wäre halt schön, ne? Warum hat denn keiner gesagt, dass der Alchemist super schön ist? Guckt euch den nochmal an. Ja, komm. Arkannägel und... Alternativlos, dass wir da verkaufen müssen. Original alternativlos. So. Dann machen wir jetzt noch hier ihn hin. So, so. Schnell werfen von mir aus. So. Okay. Der Schaden sollte okay dann für den ersten. Ich hoffe, die zwei Ninjas kriegen das aufgeräumt, wenn gleich die Wellen ankommen. Moab-Druck würde ich noch ganz gerne skillen. Und dann muss ich wieder auf Plantagen gehen. Aber wir mussten jetzt verkaufen. Es hilft ja nichts. Ich könnte noch einen Eisaffen raushauen. Aber ich glaube, ich will da oben lieber einen Druiden raushauen. Weil der kann dann da ganz gut Geld generieren. So. Okay. Immerhin ist das Geld gerade ganz gut am Laufen, weil der Boss da viel macht. Da, dankeschön. Von Etienne, seht ihr, die Flieger helfen weiter. Es kommt ein bisschen was durch, aber das überleben wir. Ich mache schon mal hier den ihn. Wenn ich den nach oben platziere, kann ich den zweimal machen. Jetzt sollten wir den Runde 40 Boss eigentlich schaffen. Ja, das Feuer war Klatsch, wo das platziert. Das war gut. Spannender wird es halt mit dem nächsten Boss, der in Runde 60, der schon in 13 Runden kommt. Ich muss im Grunde nochmal alle Plantagen verkaufen dann. Ich skill immer auf Dschungelbeute, damit der Geld generieren kann. Deswegen sind ja auch die Plantagen in der Nähe. 5000 ist natürlich viel, aber es wird sich auf lange Sicht refinanzieren. Wir haben jetzt 11 Runden Zeit, um richtig Geld zu machen. Das wird schwierig. Mein bester Versuch wäre wahrscheinlich, wenn ich ihn auf Stufe 5 verbessere. Dann könnte das auch noch passen. Die Frage ist halt, wie viel Schaden macht der Erzmagier? Wenn der genug Schaden macht und er den auch killen kann, den Boss, wenn der hier schon ist, dann passt das. Das ist gleich so. Also, wir haben jetzt Erzmagier. Mitte wurde ja gesagt, das ist die coole Skillung optisch. Kann ich nämlich dann taktisch gut die Welle, wenn sie kommt, einfrieren. Und das kann uns weiterhelfen, um den guten Schaden zu machen. Schaden ist nicht so schnell, wie ich dachte. Das könnte echt knapp werden. Will ich den Waldgeist machen? Der Waldgeist wäre nicht stark genug vom Schaden. Wir frieren alles ein. So. Gut, das ging dann down. Müsste jetzt über sein. Da, einfrieren. Kaputt, dankeschön. Ich glaube ja sogar, wir brauchen ihn, um den nächsten Boss zu schaffen. Und der kostet 60.000. 52.000. Ich weiß, ich verkaufe nichts. Wir verkaufen nichts. Wir machen die Risikovariante. 54.000, ja, das ist gut. Richtig gute Runde gerade, was das Geld angeht. Wir frieren den Boss jetzt einfach immer ein, wenn er kommt. So. Wir frieren immer ein, machen die Fähigkeit. Wir sind schon fast da, wir sind schon fast da. Boom, Moab-Herrschung. Sehr gut. Glaube ich mal absolute Null. Dann frieren wir alles noch ein bisschen härter ein. Und das könnte uns helfen. Jetzt haben wir dann aber supportmäßig alles rausgehauen, was raushaubar war. Absolute Null lädt sich auch wieder recht schnell auf. So, das ist down. Ab jetzt kommen gleich DDTs, wir sind Runde 90. Wir frieren weiterhin fleißig alles ein. Wenn der eingefroren ist mit absolute Null, kassiert er, glaube ich, auch extra Schaden. Der Flieger ist jetzt konstant draußen. Nicht schön, aber ist okay. Wen sollten wir down kriegen? Das Ding ist halt nur, der nächste Boss hat halt dann nochmal doppelt so viel Leben. Aber dann habe ich dann auch gar keine Ahnung, wie wir das schaffen sollen. Ich bin etwas überfragt, wie wir das schaffen sollen. Dann werde ich wahrscheinlich den MAD raushauen. Das ist dann einfach mein Pick, weil ich finde, der MAD, jetzt mal ganz ehrlich, nicht nur, weil er stark ist, der sieht doch sau cool aus. Finde ich das Design nicht cool. Mit den grünen, bösen Augen. Der sieht doch mega aus. Vor allem bin ich verwundert, dass der nicht gepickt wurde. Der Zauberer-Phönix. Der kann einen verdammten Phönix dabei beschwören. Das ist doch auch saukrank. Wir gehen Game Over. Ja, schwierig. Jetzt sollte der Schaden passen. Es spricht ja auch nicht wirklich gegen die Regeln, weil es wurden ja Stufe 5 Affen genannt als schönste Affen. Und es wurde ja nicht gesagt, dass die Skillung am schönsten ist. Also so gesehen passt das ja schon. Lustig übrigens, mein Stufe 5 der schönsten Affen wird sehr anders aussehen tatsächlich. Das ist vielleicht außerhalb der Reichweite. Wir machen noch garantiert 12.000 durch den Waldgeist. Der macht pro Runde 1.000. Wir machen noch so ein bisschen Geld. Jetzt, wir haben noch die zwei Fähigkeiten. Das sind auch nochmal 600. Check. Boom, Permanentgebräu. Okay, und jetzt hoffen. Jetzt hoffen, dass der MAD mit Permanentgebräu
krass genug ist, um es zu tragen. Er muss die Runde... Okay, da ist irgendwas durch gerade. Ja, weil es... Gut, irgendwas. Einer der 50 Affen da vorne. Okay. In dem Versuch jetzt versuche ich noch zu retten irgendwie. Dass wir noch irgendwie den Schaden machen, um den kaputt zu kriegen. Wir haben jetzt früher permanent Gebäude raus. Ist ein Unterschied. Wir haben jetzt den Sniper rausgehauen, der den Schaden boostet. Ist ein Vorteil. Jetzt auch die Moabs und so weiter im Auge behalten. Aber der Schaden ist ähnlich. Der Schaden ist original ähnlich, obwohl wir zu viele Boosts rausgehauen haben. Bisschen besser natürlich. Wir sind jetzt schon bei 1,8 Millionen. Davor waren wir da, glaube ich, bei 2 ungefähr. Ist schon ein bisschen besser. Also es macht schon einen guten Unterschied aus, welche Einheit man raushaut. Aber man muss mal so sagen, kann ich Lunarius besiegen mit den schönsten Affen im gesamten Spiel? Antwort ist nein. Das kriege ich nicht hin. Ich versuche es jetzt halt irgendwie noch mit einem MAD hinzukriegen. Aber die Challenge an sich ist gescheitert. Habe ich nicht hingekriegt. Ich denke tatsächlich, ich werde den Erzmagier verkaufen. Sobald er nicht mehr angreifen kann, dann rechts eine Einheit hinplatzieren. Ich weiß nicht welche, aber ich werde es dann so machen. Er greift nicht mehr an. So, dann machen wir den weg. Und machen dafür jetzt rechts... ihnen. Ja. So. Heimverteidigung. 100.000 Schaden. Ja, wir kriegen's hin. Okay, gut. Also, wenn man alle Taktiken und Videoideen über Bord wirft, kann man es immer noch hinbiegen, Runde 120 kaputt zu machen. Kann ich Runde 120 mit den schönsten Affen im gesamten Spiel schaffen? Nicht ganz. Leider nicht ganz. War aber ein guter Versuch. Was wir hier auch wieder gelernt haben, der MAD ist total krass und kann absolut alleine carryen. Schreibt mal eure 5 Hassaffen so gesehen optisch ins Spiel, die ihr hässlich findet. Wie gesagt, ich hätte da ein paar Kandidaten, wo ich sage, ey, mega hässlich. Aber gut, dann sehen wir uns dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr neu seid, lasst doch mal ein Abo da. Bis dahin. Und ciao.